So, von hier sind wir gekommen. Und jetzt gehen wir zu dem nächsten Teil des Gebäudes. Warum die das durch eine Mauer innen drinnen getrennt haben, das kann ich nicht erklären, das weiß ich nicht. Aber es ist möglich, dass es auch erst hinterher passierte. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum, den wir vorhin gesehen hatten. Aus diesem Fenster heraus. Gut, ich stelle erst mal meine Buddel hier hin, nachdem ich noch mal einen Schluck draus getrunken habe. Und sehen uns um. Alle Teddy hier, Gott der Arme. Viele Plüschtiere, da hinten auch noch eins. Seltsam. Schieferkatalog. Der MV-Lagerkatalog. Noctar das Lager. Derb. Und eine Sache, die noch benutzbar ist. Stark. Na, ist auch schon im Arsch. Schade. Und dann gehen wir jetzt ins nächste Zimmer, in den nächsten Raum. Scholz? Ui, das ist ein sehr hoher Raum. Hier unten drunter oder da innen drinnen müsste bestimmt irgendetwas versteckt sein. Hier oben ging die Pferdebahn lang. Guck mal, wie schön, hier sind fast alle Scheiben noch intakt. Nicht so wie bei den anderen Gruben, die wir alle schon entdeckt hatten. Da oben noch Wasserleitung. Hm.
noch eine alte ohne Pfand. Und ab zum nächsten Raum. Ja, es ist der Flur. Ui, da hinten sieht es interessant aus, aber da kommen wir gleich hin. Noctar. Genau. Na, die Kinder haben hier wieder gesprayt. Oh, da hinten waren die, sind die Toiletten, die werden wir gleich sehen. Leute, hier geht es richtig rund, wie ihr seht. Nückt. Mir ist leider stark. Wirklich interessant, gell? Auf jeden Fall. Das ist verlassene Gebäude. Das ist interessant. Ja. Das ist mein Bier, gell? Oder wolltest du es trinken? Fall. Nee, warte, ich pumpe das. Das ist dein Bier. Ja. Wo ist mein Bier? Das ist hinten in meinem Rucksack drin. Ich halte dein Bier. Gut. Dann lass uns jetzt erstmal ein Bier rausholen. Oder holst du mir gleich auch noch eins raus? Hä? Oben die Reißverschluss aufmachen. Ja, ich suche. Halt mal. Ja, genau, ich halte mein eigenes Bier. Geil, und wenn ich mein Bier schon halte, ihr seht ja, wie viel da nur noch drin ist. Ruhe, Jax. Alles leer. Du hast doch das trinken, oder? So, ich tue das gerade. Trinken, ja. Nocta, die Frau. So Leute, wir haben es dann endlich geschafft, die Biers rauszuholen hier, wie man sieht. Ich darf noch einen Schluck Bier trinken. Auf jeden Fall, Jungs. Und das ist eine sehr, sehr interessante Gegend. Die sollte irgendwann abgerissen werden und zu einem neuen Baugebiet ausgebaut werden soll. Schade. Sehr schade, ja. Schade. Wenn das passiert. Gut, und deswegen dokumentieren wir jetzt weiter. Und hier sieht es aus, als wäre hinten ein Waschraum gewesen. Da hinten die Toiletten, da kommen wir gleich hin. Ja, hier war der Waschraum. Definitiv. Hier ging die Wasserleitung lang, dass sie sich dann hier waschen konnten. Und da hinten noch eine Dusche und hier... Hier ist jemand, oh, das ist ja mehr als eine Dusche hier. Das ist ja richtig geil hier drin. Hier kann man ja heute noch, würde ich mich heute noch drinnen waschen. Ja, hier haben wahrscheinlich die Steigführer oder wie man die nennt, die Bosse vom Bergwerk drinnen geduscht. Oder die mit den kleinsten Schwänzen haben da drinnen geduscht, damit es nicht immer ausgelacht werden. Scheiße, was ist das? Nöckt. Ja, und hier ist natürlich eine Großraumdusche. Die ist ein bisschen größer als die andere Dusche vorhin. Ich leuchte euch wieder. Ah, hier gibt es leider ein bisschen Zerstörung. Schade. Verdammte Jugendliche, wie man sieht. Man hier überall Seifenhalterung, was aber absichtlich kaputtgeschlagen wurde. Sogar noch ein Staubsauger hängt hier rum. Hier ist der Motor vom Staubsauger. Hier ist noch eins der wenigen, die ganz sind, mit Nägel drinnen.
Ja, verstehe ich nicht, warum man das unbedingt kaputt machen muss. Nee. Ja, habe ich ja schon gesagt. Zwei Buschen in einem Eingang, zwei Buschen. Richtig, ich bin ja der Meinung, da haben entweder die Chefs von der Grube sich drinnen geduscht oder die Leute mit den kleinsten Schwänzen halt eben. Na hier, wie schön. Kannst du mal filmen? Das habe ich schon gefilmt. Guck mal, hier ist der Lichtschalter drinnen gewesen für die Dusche. Und wo man heute einen Sicherheitskontaktschalter hat, hat man hier damals einfach nur diese Holzklappe gehabt. Wie geil! Und hier haben dann die Leute schön ihre Klamotten abgelegt gehabt. Schönes Regal. Hinter diesem Kästchen ist der Lichtschalter versteckt. Also richtig toll. Guck mal hier. Guck mal hier. Ja, das habe ich ja gesehen. Da ist der Lichtschalter. Alter Vogelmist. Nee, das ist, weiß ich nicht. Weil das nicht so richtig rund ist, weißt du? Das ist Vogelnest. Das ist Vogelnest. Das ist Vogelnest. Na, war das wahrscheinlich mal eine Zeit lang nur ein Spalt offen, sodass ein Vogel rein konnte. Hier ist doch nochmal ein Schalter. Ja. Macht er was draus? Nee, da macht er nichts raus. Hier ist alles im Arsch. Nee. Scheiße. Hier oben sind noch die. Da kommt noch Licht raus. Nee, hier oben sind noch die Halterungen der Lampen. Aber das war's. Und hier konnte man anscheinend sogar seine Wäsche noch aufhängen. Das ist oder sowas. Ein ehemaliges gemeinsames Becken. Waschraum. Waschbecken. Da oben war wahrscheinlich der Abzug. So, und jetzt gehen wir zu guter Letzt. Wo ist eigentlich mein Bier schon wieder hingekommen? Ach Leute, als was anderes. Jetzt hat der Böhmi mein Bier da vorne stehen lassen. So, als letzten Raum in diesem Gebäude sehen wir uns jetzt noch die Toilette an. So Leute, mal gucken, ob der Ablauf noch funktioniert. Der Ablauf funktioniert noch. Das ist eine Tip-Top-Dusche hier gewesen. Oh, ja. So. Ah, guck mal, hier ist der Ablauf. Die haben das einfach zentral ablaufen lassen. Hinten aus der großen Dusche da vorne hat sich das alles hier getroffen, das Wasser. Die hat nur einen zentralen Ablauf. Filthy. So, und jetzt gehen wir. Hier kommt man nicht richtig weiter, weil die als hier Styropor hier hingelegt haben. Die Bastard und die Hurensöhne. Scholz. Ja, die sind die Terrasse, Bruder. Ja, genau. So, und hier. Ich habe sogar Waschmittel vergessen, mitzunehmen. Ach, das ist kein Waschbecken, Sergej, das ist eine Pissrinne. Das ist ein Waschbecken. Das ist eine Pissrinne. Da wurde sich hingestellt, da konnten jetzt zwei, drei Leute pissen. Oder Fuß. Boah, aber hier die Toilette, guck mal hier, hängt die alte Spülung noch. Und mit oben in dem alten Wasserkasten. Und hier kommt das Dach runter, oh Mann. Fast hätte ich die Dach... Mama, runter. Ja, ich hab was runter. Ja, und zwar das Dach hier. Okay, aber ich bin ja natürlich total mutig, gell? Nee, da kommt nichts mehr runter. Ja, aber kein Wasser kommt. Ach, guck mal an. Hier, guck mal, hier war auch so ein Ding. Toilette Nummer 1, hier war Toilette Nummer 2. Da sieht man noch, wo der Tank was hing. Ist, und hier auch nochmal. Ui. Hä? Da drunter? Wo drunter? Na, hier, das Schwarze. Hier, das Schwarze. Das hier oder was? Ja, und rechts. Ach, ich sehe, was das ist. Das ist eine Lüftung vom Auto. Heizlüftung. Haben sie aus dem Armaturenbrett rausgeholt. Ja, guck.
Und das hier ist noch die Leitung vom Wasser, Kühlwasser. Das ist vom Auto. Die Heizungsanlage vom Auto. Ja, Leute, und somit haben wir das zweite Gebäude auch, also den zweiten Teil des ersten Gebäudes, auch schön komplett erforscht. Also wir sind uns sicher, hier vorne war das Pissoir und drei Toiletten, falls die Leute mal scheißen mussten. Ja, super, Leute, und jetzt nehmen wir uns das zweite Gebäude vor.